Ja, sowieso als alter Punkrocker, so. Ich bin ja eigentlich mehr oder weniger eh durch Zufall reingerutscht. Gibt ja Geklappt. so einen Und Begriff es ist dazu, einfach. ne? Brand Karaoke von Malcolm McLaren von den Sex Ja, Pistols. genau. So, aber das gibt es ja auch schon vorher, dass man einfach politische oder Pop-Ikonen benutzt und die dann halt durch so ein Moderaster einmal durchjagt. Ja, also man kann das vielleicht sogar benutzen, aber wenn, dann muss man es clever benutzen. Ich meine, das hat Malcolm McLaren ja auch gemacht. Also der hat ja auch super viel Zitate in seiner Mode, beziehungsweise in der Mode, die er zusammen mit Vivienne Westwood gemacht hat, gehabt. Und Letztendlich behauptet man das ja sogar bei den Sex Pistols, dass das nur ein Produkt gewesen ist, was Malcolm McLaren dementsprechend geschickt vermarktet ich hat. glaube das schon. Also ich weiß, dass er zum Beispiel auch Bands aus San Francisco gefragt hat, kleine Punk-Bands, ob die nicht so ähnlich funktionieren wollen. Und ja, also kann ich mir schon vorstellen. Du hast ja noch den Bogen dazu gespannt zu heutigen Labels wie Gigolo oder so, DJ Hell beispielsweise. Das ist dann auch eine Kombination aus Mode, in dem Fall elektronischer Musik. Inwieweit bildet da die Symbiose eine Rolle, eine relevante, wenn man sich jetzt heutige kleinere Kollektionen anschaut, also die Zusammenarbeit zwischen Modemachern und Popartisten? Also es gibt mittlerweile auch DJs, die ihre eigenen Kollektionen haben. Ich glaube, Alan Alien hat auf jeden Fall eine Kollektion. Und ich weiß, dass na, Tresor hatten das angedacht. Eine eigene Kollektion. Also jenseits von Tresor-T-Shirts aufzubauen. Genau das gleiche mit Stereo Deluxe. Also da gibt es schon ziemlich viele Bewegungen. Dann kann man aber eigentlich auf die ganzen Trends auch scheißen, wenn Ja, man sich natürlich. Also ich glaube ja auch überhaupt nicht beruflich an. damit beschäftigt. Ich glaube ja auch Muss. überhaupt, ich glaube überhaupt nicht an Trends. Ja. Und ich glaube, das ist bei speziell Aber bei ich sag's dir Tat. eine Zeit lang, ne? In den 70ern die Schlaghose. Das fasst jeder eine Ja, Schlaghose an, wenn man. aber ich meine, das ist ja genau das, was du sagst. Die 70er waren geprägt durch Schlaghosen. Jeder denkt ja an Schlaghosen und lange Haare und all das. Die 60er waren dann eher geprägt durch, ja, French Cuts. So. Und halt so ein Bezüglich der bisschen 80er war es60s-mäßiger. eher in den 80ern dieser Markenfetischismus. Ja, die 80er hatten auch noch eine gewisse Prägung, aber welche Prägung hatten die 90er? Außer dass die 90er Jahre im Endeffekt alles Mögliche, also meinetwegen 1991 bis 92 Wieso waren das? Ich kann mich dann an die. gar nichts erinnern, wo du das gerade sagst. 1991, 90er ist. 92 war dann halt dieses Grunge-Ding, was auch so ein Ja. bisschen 70er war. Und du siehst halt die Halbwertszeiten von diesen Trends. Was Sind mit da Hip-Hop? schon Was mit Hip-Hop? ja, Hip-Hop lief aber schon auch irgendwie parallel. Das war dann vielleicht so 94, 95. Aber nachher hat sich das natürlich in so eine Subkultur Ecke auch zurückgezogen, die noch immer eine Wertigkeit hat. Aber Aber was können heute Subkulturen repräsentieren? Oder ich, gibt es gar äh, keine nee, ich. Subkulturen? Die Subkulturen lösen sich auf, oder? Ja, total. Also, ich glaube nicht, dass sie sich unbedingt auflösen, aber die einzige Möglichkeit, dass sie sich nicht auflösen, ist eine Rückkehr zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung. Also was bedeutet Punkrock? Was sind das für Werte? So die. Provokation wird ja dann auch unwichtig in Ja, zunehmender aber Weise. womit willst du provozieren? Mit einem zerrissenen T-Shirt kann das überhaupt gar nicht Haben wir funktionieren. eben Kann man das schon gesagt. bei, kann man schon mal, kann man ja schon bei H&M kaufen. So, also mit Kleidung kann man überhaupt gar nicht provozieren. Die einzige Möglichkeit ist einfach, einen Schritt zurückzugehen und sich zu sagen, naja, also wenn es nicht mit Kleidung funktioniert und meinetwegen auch nicht mit der Musik, weil. Aber die Aussage finde ich gefährlich. Also, dass man so nicht mehr provozieren kann, ist mir auch klar. Aber da geht das ja irgendwann in die Richtung. Provozieren bringt sowieso nichts mehr, ja? Dann sind es neue Formen der Provokation, die haben so eine andere Form der Naja, Provokation. Aber aber wir. Provokation brauchen wir nach wie vor Ja, in bestimmten natürlich, aber Situationen. wir reden ja über Mode und ich Ja, glaube, richtig. dass im Bereich Mode und meinetwegen auch im Bereich Musik kann man halt nicht mehr provozieren. Es gab die schnellste Band der Welt, es gab die langsamste Band der Welt, die langweiligste Die Band der gab es Welt gab es auch. natürlich auch. Ich hatte immer ein Interesse, halt ein bisschen tiefer zu graben. Das fing mit Musik an. Tiefgräber.
Ja, schon. Also ich fand die Geschichten, die mir dann immer vorgesetzt wurden, oder ich habe relativ schnell gemerkt, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist und dass darunter halt noch viel, viel interessantere Dinge gibt. Und ja, wie ich das eben schon erzählt habe, ich bin halt schon viel rumgefahren und viel rumgelaufen, als ich so 14, 15 war, um irgendwelche komischen Platten, die ich bei John Peel gehört habe, aufzutreiben. Und eigentlich bin ich immer mit meinem Taschengeld kreuz und quer durchs Ruhrgebiet gefahren und habe versucht, oder ich bin in Plattenläden gefahren und da standen Platten rum, deren Namen ich noch nie gehört habe. Ich musste mir total viele anhören und habe da tausende Entdeckungen gemacht. Und ich bin ja in den Modebereich auch nur so durch Zufall reingerutscht. Eigentlich hatte ich noch kurz gedacht, vielleicht doch Musikjournalismus zu machen, aber. Was hat dich denn daran gestört, an dem Musikjournalismus? Also, ich bin dazu idealistisch. Ich bin in Sachen Musik extrem idealistisch. Und ich weiß aber, weil ich halt auch bei einem Plattenlabel mitgearbeitet habe, wie sehr schon im Kleinen relativ mies abgehen kann. Es gab halt den Fall von Donna Karan, die versucht hat, Sweatshops mitten in New York zu installieren. Also mit bewusst gesuchten illegalen asiatischen Einwanderern. Ich weiß, also es gab halt diesen Prozess, ich habe den nicht bis zum Ende verfolgt, aber die haben halt, also es war eine amerikanisch-chinesische Menschenrechtsorganisation. Und die haben versucht, Donna Karan ja persönlich verhaftbar zu machen. Ich weiß nicht genau, wie es ausgegangen ist, aber also dass es von Donna Karan diese Sweatshops gab, steht außer Frage. Also das ist völlig klar. Wenn man über Inhalte redet, ja, ist das für mich erstmal ein Abstraktum. Was bedeutet das? Dass man diesen Verteilungsprozess zum Beispiel oder den Produktionsprozess hinterfragt, das hattest du gerade skizziert, dass Ja, man sich sagt, wenn das T-Shirt 10 Euro kostet, dann ist das die und die Konsequenz. Das müsste mir ja eigentlich klar sein. Dann fängt ja das Denken an. Was bedeutet dann Inhaltsebene? Das ist schon recht abstrakt, finde ich. Oder na, einfach ja, gedacht. natürlich. Also es geht ja auch gar nicht nur darum, wo ist das jetzt hergestellt worden. Also das ist eine Möglichkeit der Ja, Herangehensweise. ein Eine Beispiel. andere ist einfach sich mit dieser ganzen Produktion, mit diesem ganzen Produktionsszenario, auch mit dem Design auseinanderzusetzen und der ganzen Sache auch Respekt zu zollen und auch zu sagen, naja, Wie ist das Design entstanden? ja, Ist wie, das eine so, Handarbeit? Ist das nicht Handarbeit? Welche Materialien sind benutzt? ja, Ja, zum Beispiel. sowas. Ja. Und wie ist es denn überhaupt so weit gekommen? Und auch dann vielleicht einen höheren Preis zu akzeptieren für eine hochwertigere Ware, die aber in ihrer Wertigkeit nicht in einem Jahr völlig passé ist. Was wäre ein Beispiel für eine klare Aussage, wenn du jetzt an einer bestimmten Ne, Modefirma ja, also denkst? ich glaube einfach, dass es keine Möglichkeit mehr gibt, mit Mode nach außen wirklich irgendwas auszusagen. Also du kannst dir die Arme bis hierhin zutätowieren. Du kannst dir dazu ein zerrissenes T-Shirt anziehen, du kannst dir Hotpants dazu anziehen, du kannst dir Gummistiefel dazu anziehen. Hotpants und Gummistiefel, ne? Sehr geile Kombination. Und es wird immer irgendwelche Leute geben, die das dann plötzlich super cool finden. Also Glaubst du wirklich Hotpants und ja, Gummistiefel? okay, das nicht. Ja. Aber das ist einfach so eine scheinbare Akzeptanz, die alles zulässt. Und ich glaube, darüber ist halt auch eine relative Frustration entstanden. Es ist wirklich so, dass man durch Dresscode kann man nicht mehr eine Szene formen. Also du hast durch einen Dresscode kannst du keine Subkulturszene mehr formen. Also ein Iro, Blödsinn, Springerstiefel, Blödsinn, kurze Haare, Blödsinn.
Und stattdessen der klassische Anzug, maßgeschneidert? Ja, noch nicht mal das, aber das muss es überhaupt gar nicht sein, sondern einfach so ein Bewusstsein, A, dass man so halt nicht mehr machen kann. Und wenn es dann auf Mode bezogen ist, dass man sich genau überlegt, was man da denn wirklich kauft. Mir gefällt es eigentlich, auch mit Designern über total andere Sachen zu reden. Also nur um ein Gefühl dafür zu kriegen, was sie sonst so machen. Also wie die sonst so leben. Und wenn Stefan Schneider mir erzählt, ja, dann sitze ich in meinem kleinen Laden in Antwerpen und wenn dann irgendjemand kommt, der guckt sich meine Kollektion an und ja, wenn er einen Hunger hat, dann gehe ich, renne ich mal oben schnell hoch in meine Küche und schmier dem Butterken. Und das fand ich echt perfekt. Also völlig unprätentiös und seine Handwerkskunst und sein Designkönnen zeigen, aber den Leuten das halt auch einfach wirklich nahe bringen. Und der ist halt schon auch so, dass er viel erklärt und erzählt, warum er das und das gemacht hat. Und also es ist halt echt extrem sympathisch, finde ich. Und das ist halt bei den meisten anderen auch. Weil das ist so global, ne? Das ist ja eine unglaublich komplexe Welt, die Modewelt. So. Und ich als Laie, für mich ist das manchmal schwierig nachzuvollziehen. Ja, aber wie gehst du denn an die Kleidung ran, die du kaufst? Guckst du dir Zeitschriften durch oder verlässt du dich schon ein bisschen auf dein eigenes Gefühl? Ich verlasse mich, denke ich, hauptmäßig auf mein eigenes Gefühl. Und dann würde ich aber noch sagen, dass es gewisse Fremdeinflüsse gibt. Also zum Beispiel Freund, Freundin, die sagt, meinetwegen, wenn man gerade in der Stadt shoppen ist, auch das ist immer ganz schön, dann guckt man sich das an, wird da vielleicht auch von beeinflusst. Also ich würde nie sagen, dass es nur mein eigener hundertprozentiger Geschmack ist, aber es ist schon mehr eine emotionale Sache. So würde ich das jetzt bei mir sehen. Ja, okay, ich meine, ich bin natürlich ein bisschen tiefer drin und ich Ja. kenne natürlich auch so ein paar Background-Geschichten und mir springt ein Hat dich kleines. das beeinflusst? Könntest du jetzt im Nachhinein sagen, dadurch, dass du dich jetzt mehr damit beschäftigst, kaufst du jetzt auch ganz anders mit anderen Augen oder willst du das eher nicht so sagen? Nee, das war früher auch schon immer so ein bisschen so. Also, ich habe dann vielleicht von dem und dem Skate-Label mal ein T-Shirt gekauft oder. Ja, es gab natürlich immer die klassischen Skateboard-Schuhe, Vans, die jetzt auch zu VF gehören. Ich meine, da muss man sich nichts vormachen. Also das ist halt ein großer Bekleidungskonzern. Also mir ist es halt so passiert, ich wollte mir eine Jeans kaufen und dann hatte die eine beschissene Waschung. Die war hier ganz hell und unten am Bein total dunkel. Und dann habe ich darauf verzichtet. Und ich habe, glaube ich, anderthalb oder 2 Jahre nach einer vernünftigen Jeans gesucht und dann habe ich halt eine gefunden. Aber ich hatte einfach keinen Bock, diesen blöden Kompromiss zu machen. Also es hat mich Du hast überhaupt gar nicht. 1,5 Jahre nach einer Jeans gesucht. Ja. Also der Kompromiss, also da wäre mir, glaube ich, 10 € wären mir einfach de facto zu viel gewesen, weil ich echt gewusst hätte, ich will die eigentlich nicht. Ich will dieses Teil überhaupt nicht haben. Nur weil mir jetzt irgendjemand sagt, dass die oben weiß und unten dunkel sein müssen, muss ich dann auch noch 130 € oder so dafür bezahlen, sehe ich überhaupt nicht ein. Also, und dann, ich wusste aber, dass es irgendwann halt anders wird oder dass es immer andere Möglichkeiten gibt, vielleicht da ranzukommen, meinetwegen auch eine Hemd-Jeans oder so. Ja.